Wie erinnern wir uns? Was erlebte die Schule in der Zeit des Nationalsozialismus? Wie wird die Militärdiktatur in Brasilien aufgearbeitet? Nur einige Fragen, die sich die Projektgruppe in São Paulo stellte. Umfragen innerhalb der Schülerschaft, Besuche im Staatsarchiv und Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, Expertinnen und Experten lieferten ihnen wichtige Antworten. Mit dem Bau des selbst entworfenen Denkmals auf dem Schulgelände setzten die Schülerinnen und Schüler den Grundstein für eine dauerhafte und aktive Erinnerungskultur am Colégio Humboldt. Die Ergebnisse, ein schönes und interaktives Denkmal auf dem Schulgelände und eine informative und interessante Kurzdoku haben unsere anfänglichen Erwartungen bei weitem übertroffen. Mir persönlich hat es besonders gut gefallen, dass wir praktisch aus dem Nichts dieses tolle Monument erschaffen haben. Wir haben alles selbst gemacht, vom ersten Designentwurf bis hin zum finalen Produkt. Es war in der Vergangenheit nicht immer möglich, sich einzumischen oder Dinge kritisch zu hinterfragen. Aber das ist es, was wir jetzt tun können und wollen. Und vor allem ist es unsere Pflicht, über die Schattenseiten der Geschichte zu sprechen, damit sich so etwas nicht wiederholt. Die bunten Fliesen stehen für die Diversität in einer Gesellschaft, einer freiheitlichen Welt da. Also selbst damals, in der dunklen Vergangenheit, gab es Selbstbehauptung und Widerstand gegen den Totalitarismus. Wir haben etwas sehr Bedeutsames und Erinnerungsvolles nicht nur für die Schule und im Rahmen des Fachs Geschichte, aber auch für unsere Leben geschafft.